Moin meine Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe mir gedacht, ich werde nochmal so zum Sonntag ein Video für euch machen. Und zwar ein leckeres Kochvideo. Da ich Pilze sammeln war, habe ich mir gedacht, ich werde euch mal mein Geheimrezept für die Steinpilze verraten. Aber das Allertollste ist erstmal hier. Meine ganze Ausbeute meiner Steinpilze, könnt ihr mal sehen, wirklich hervorragend. Ich schneide die immer in der Mitte an, wenn ich Pilze sammeln gehe, damit ich hier gucken kann, sind die wurmstechig, sind die nicht wurmstechig. Da habe ich Glück gehabt, die sind diesmal nicht wurmstechig, perfekt. Aber im Zuge meiner Pilzsammelaktion habe ich richtig Glück gehabt diesmal. Also ich muss wirklich sagen, sowas passiert mir ganz, ganz selten, wenn ich Pilze sammeln gehe. Meine Lieben, was ist das hier? Was ist das wohl? Schreibt das mal unten in den Kommentaren, ja? Also, wer das unten reinschreibt, der kann heute eine Flasche Met bei mir gewinnen. Schreibt es unten in den Kommentaren. Diejenigen, die es richtig beantwortet haben, die werde ich aufschreiben und werde die Namen dann praktisch ziehen. Und derjenige, der gezogen wird, der gewinnt eine Flasche Met. Also, sagt doch mal, was ich hier für Pilze gefunden habe. Ja, der gewinnt eine Flasche Met, wenn er gezogen wird. Oh, die riechen einfach nur hervorragend. Also, wir fangen einfach mal an. Ich mache mein typisches, klassisches Steinpilz-Gericht. Als allererstes werden wir jetzt mal die Pilze putzen. Dazu habe ich hier mein richtig geiles, tolles Opinel-Messer. Das ist mein Pilzmesser. Da ist eine kleine Bürste dran. Und dann kann ich hier ganz einfach schön sie einfach abbürsten, so dass sie sauber sind. Wenn da kleine Stellen dran sind, kann ich die kleinen Stellen noch abmachen. Da die Lamellen noch recht klein sind und die Pilze klein sind, kann ich die Lamellen dran lassen. Das sieht gut aus. Kaum wurmstichig. Wirklich klasse Steinpilze. Also, wenn ihr die Pilze habt, schneidet die einfach in schöne dicke Streifen. So, ich werde die circa in, ja, 1 cm dicke Streifen schneiden. So. Obwohl, ich kann die diesmal auch anders schneiden, weil ich habe nämlich keine größere Pfanne. Ich habe ein Induktionsfeld hier für euch aufgebaut, weil drin kann ich nicht kochen, weil es einfach nicht möglich ist wegen meiner kleinen Küche. Ich werde das aber ganz einfach machen. Ich werde die einfach so in Stücke schneiden. Einmal halbieren hier. Ich hätte da noch mehr, aber die friere ich ein. Also, ich habe Hitze da. Ich nehme jetzt die Pilze und packe die in die Pfanne. Oh, lecker. Das Ganze lassen wir einmal richtig schön braun werden. Oh. Ich habe hier jetzt einen Holzspeitel, damit kann ich das super hier so ein bisschen drehen. Ja, ich habe nicht wirklich viel Platz. In der Zeit, wo ich jetzt die Pilze drin habe, kann ich schon mal Zwiebeln vorbereiten. So, zwei Zwiebeln reichen bei der Menge hin. Ich werde die einmal halbieren, dann schneiden wir die. Dann schneiden wir das in kleine Würfel. Ja, wichtig ist, schneidet euch nicht in die Hände, macht immer eine Kralle. So, wir gehen einmal die Pilze um. Die Pilze sollen ein bisschen Röstaroma kriegen. Das ist ein altes Rezept von meiner Oma. Das ist also so ein altdeutsches Rezept, kann man sagen. Das ist so traditionell. Steinpilze einfach in Butter, Butterschmalz und Zwiebeln, Petersilie. Ohne irgendeinen Firlefanz. Dazu nehme ich eine Zehe Knoblauch. Und da ich natürlich diesen leckeren anderen Pilz noch gefunden habe, mache ich davon ein paar Scheiben mit rein. Das kombiniert sehr, sehr gut, weil da kommt ja keine Sahne mit ran oder irgendwas. Ja, das wird ein Gaumenschmaus. Und werde dann praktisch die Zwiebeln reinfügen. So, dass das Ganze jetzt so einmal richtig schön leicht anbraten kann,
dass die Zwiebeln richtig schön glasig werden. In der Zeit, wo das schön glasig wird, kann ich nämlich schon mal die Petersilie schneiden. Machen wir einmal. So, dann hacken wir die. Wenn ihr so arbeitet, ja, denkt immer daran, wenn ihr die Petersilie zusammenschiebt, macht das nicht mit der Schneide. Nehmt immer die Rückseite, weil wenn ihr ein teures Messer habt, dann macht ihr eure ganze Schneide mit kaputt. Das ist immer ganz wichtig. Also immer zum Zurückschieben den Rücken nehmen. Jetzt kommt die Knoblauchzehe dazu. Knoblauch ist für mich das Allerheiligste. Ich liebe Knoblauch einfach. Mega gesund. Wenn ihr hohen Blutdruck habt, könnt ihr den damit regulieren und eure verkalkten Blutbahnen wieder frei machen. So, das ist jetzt circa ein Teelöffel. Ein Teelöffel voll. Genau. Das fügen wir jetzt hier mit zu. Jetzt kommt die Petersilie dazu. Ganz toll. So. Den schneiden wir jetzt in ganz, ganz feine Streifen. Also wenn ihr das riechen könnt, ist hervorragend. Den werde ich jetzt hier richtig schön noch mit reinträufeln. Ganz klasse. Dazu nehme ich jetzt noch eine Prise Salz. Und eine gute Prise Pfeffer. Und dann werden wir das Ganze noch umrühren. Also zu guter Letzt kommt dann das Allerbeste und das ist die Butter. Die darf nicht fehlen. Davon werden wir jetzt auch, ja, sagen wir mal, so gut. Ja, ich möchte nicht untertreiben. Aber sagen wir mal so gut. Ja. Zwei schöne Esslöffel. Also ich zeige euch das Ganze nochmal hier. Steinpilz auf klassische Art. Mit dem Zusatz von Trüffel. Also, ich weiß nicht, was ich da anderes sagen soll. Außer, dass es richtig klasse schmeckt. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend. Das war euer Sebi. Ja. Ich hoffe, euch hat mein kleines Video gefallen. Macht doch den Daumen nach oben. Teilt und liked das Video. Ich werde euch hier oben noch zwei Videos verlinken. Noch einen schönen Abend. Euer Sebi. Lecker.